Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Paul von iDog. Wir zeigen euch in diesem Video, warum ein kurzer Tauchgang in der Toilette oder Badewanne dem iPhone 7 nichts mehr ausmacht. So, jetzt testen wir, ob die IP67-Zertifizierung hält, was sie verspricht. Dafür werden wir das Telefon einmal kurz ins Wasser legen und danach prüfen wir, ob wir Rückstände im Inneren des Telefons finden. Dann nehmen wir es wieder raus. Oh, selbst mit feuchten Händen kann ich das Telefon noch bedienen. Also den ersten Test würde ich sagen, hat es schon mal bestanden. Okay, so, ich schaue jetzt nochmal ins Telefon und prüfe mal, ob ich Feuchtigkeitsrückstände sehe. Und da schaue ich mir mal die Stellen an, die dafür am empfindlichsten sind. Wäre vielleicht hier der Lightning-Konnektor oder die Tasten. Die Lautstärke und Standby-Tasten wurden im Vergleich zum iPhone 6s neu überarbeitet und lassen deutlich weniger Spielraum für das Eindringen von Flüssigkeit. Das Gitter vor der Hörmuschel ist so beschaffen, dass es Flüssigkeiten standhält. Auch am Homebutton kann das Wasser nicht mehr an den Seiten durchdringen, da sich der Homebutton nicht mehr in die Scheibe drücken lässt. Der SIM-Kartenschlitten wurde jetzt noch mit einer Dichtung versehen, sodass dort auch kein Wasser mehr eindringen kann. Sollte dennoch Feuchtigkeit ins Innere des Gerätes gelangen, sind die Konnektoren mit Schaumstoffabdichtungen geschützt. Auch die Gewinde für die Pentalobe-Schrauben sind mit einer Gummidichtung versehen. Für die Wasserdichtigkeit des iPhones ist das Weglassen der Kopfhörerbuchse ein enormer Vorteil. Aber man muss sagen, man sieht keine Rückstände. Das heißt, dieses 5 bis 10 Sekunden lange Wasserbad hat dem Telefon nichts antun können. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Nachricht, weil ich denke mal, ein Wasserschaden, wie er häufig passiert, dauert nicht länger als 5 bis 10 Sekunden. Das heißt, da sollte man mittlerweile auf der sicheren Seite sein. Also ich denke, Wasserschäden werden nicht mehr das Problem des iPhone 7 sein.